Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Starbound. In der letzten Folge waren wir zuerst auf einer Art Space Hogwarts und dann waren wir auf einem Protoside-Planeten, auf dem wir viele, viele neue Dinge gefunden haben. Und die habe ich inzwischen alle wieder in meine Kisten und so weiter gesteckt, so weit wie möglich. Hier könnte man noch ein bisschen was ordnen. Genau, ich wollte hier so eine komische Banane essen, die da. Aber wir haben noch genügend Nahrung, das heben wir uns auf. Ja, hier habe ich schon was vorbereitet. Das da würde ich gerne in den Blaster da unten stecken. Und denen haben wir jeweils 1000 Stück. Deswegen werden die dann verkauft. Hier habe ich noch ein bisschen Wasser übrig. Ich war dabei, alle Pflanzen zu wässern. Aber die sind so gut wie gewässert. Deswegen ist hier noch ein bisschen Wasser übrig. Hier, die müssen wir dann auch verkaufen. Das U-Boot lasse ich mal im Inventar. Für den Fall, dass wir das irgendwann mal brauchen. Und hier sind viele Waffen zum Wegwerfen, falls wir Platz brauchen plötzlich. Das hier kann ich auch verkaufen, weil das Geld bringt. Bombe, würde ich auch verkaufen. Den Platz kann man sicherlich sinnvoller benutzen. Ursprünglich war da ja mal ein Flammenwerfer an der Stelle. Ja, hier ist er. Der Flammenwerfer ist leider auch nicht mehr der beste. Wir könnten das Hoverbike, wenn ich das da oben habe, dann benutze ich es vielleicht auch öfters mal. So, aber das erste, was ich heute machen wollte, war hier. Genau, ich hatte Obsidian in größeren Mengen gefunden und das hatte ich hier reingetan. Da kommt Black Glass raus. Sehr schön. Mal gucken, was das bringt. Oh, ich kann es verbauen. Okay. Und jetzt kommt Quietes Ohr. Und es kommt Quietes Baren raus. Juhu, noch mehr neue Sachen. Schön. So, da haben wir das zumindest erledigt. Hier können wir noch ein bisschen Wasser mitnehmen. So, und hier alles schön zusammenfassen. Okay, 2000er Stack Wasser. Das brauche ich unterwegs nicht. Das wird... Ja, tun wir es hier vorübergehend rein. Und das andere Zeug, mal gucken, ob wir hier noch irgendwo Platz haben. Hier sollte... Achso, hier ist... Moment mal, das sieht aus wie Obsidian. Ne, das ist Stone Rumble. Hier oben sollte Platz sein. Ah, hier ist bloß Platz für eins. Ah, hier ist schon Black Glass. Okay, das heißt, ich hatte schon mal irgendwo irgendwie Obsidian. Da ich davon ausgehe, dass ich das vielleicht sowieso wieder dort reinschmeiße, lasse ich es hier drin. So. Ist auch irgendwie aufgeräumt. So, die Quietes Ohrs kann ich noch zur Seite legen. Die Baren, die kommen hier rein. Okay, was ist denn dann mit den Blutdiamanten? Blutdiamanten sind ja dann im Prinzip seltener. Achso, die habe ich jetzt alle zur Seite gelegt. Irgendwo hier war doch genau das da. Blutkristalle. Kriege ich das hin, dass da irgendwas um... So. Das sollten 8 Blutdiamanten sein. So, einfach mal so. Hoffentlich lohnt sich das. Ja, und dann waren wir auf dem Protoside-Planeten unterwegs. Und in dieser Folge würde ich gerne in den Untergrund dieses Planeten und dort hauptsächlich, ja, Protoside sammeln. Und wer weiß, was wir noch so finden. So, wo sind wir hier? Gehen wir direkt hier runter. Ja, vielleicht nicht die allerbeste Idee. Wir können ja hier so ein bisschen zur Seite rein. Ja, machen wir hier so ein bisschen... den Weg. Wir können uns dann auch relativ leicht wieder nach oben buddeln und das ganze Zeugs... hier ist so eine Schleimpfütze. Ja. Nein, das war aus Versehen Enter. Ich wollte das hier drücken. Rechtsklick Shift, das ist bei mir der Meta-Manipulator, weil sich das wunderschön machen lässt. So. Kann ich hier irgendwas ernten oder Kiste oder sonst irgendwas? Nee. Hier kommen wir mit dem Meta-Manipulator am leichtesten runter. Oder? Oder geht das doch auch mit dem hier? Ja, wir kriegen zumindest mehr Material. Ja, doch, es geht ein bisschen schneller. Und es geht vor allen Dingen schneller, wenn ich das hier dual-wheele. Ja, den lassen wir einfach mal sein. Den ignorieren wir jetzt. Die ignorieren wir auch. Ja, es geht einigermaßen schnell. Jetzt macht sogar das hier endlich mal Sinn. So. So, falls ihr zufällig ein Klopfen hört, mein Nachbar hat beschlossen, ein bisschen zu handwerkern, deswegen höre ich ab und zu ein Klopfen und das irritiert mich ab und zu. So, ich will da hoch. Warum eigentlich? Ich dachte, hier hätte ich noch ein paar Blöcke liegen. Deswegen. So, wie gesagt, wir können uns eigentlich von überall nach überall runter. Aber das hier ist eigentlich ein schöner Platz. So. Helium 3. Brauche ich Helium 3? Es ist eh gerade nicht so viel hier übrig, aber... Interessant, dass hier so
bisschen Gas ist. Naja. Wir gehen... der ist neu. Ein Pflanzenmensch. Der ist sogar friedlich. Sieht zumindest so friedlich aus. Wir brauchen Waffen. Waffen. Ich wollte Waffen haben. So. Lebt er noch? Okay, aber der wird hier nicht von den Viechern gedroppt. Ich will den friedlichen Typen friedlich halten. So. So. Und weiter geht's. Nach unten, bitte. Und das sieht aus wie die nächste Schicht. Nein, das ist immer noch dieselbe. Ich will doch Protozeit sammeln. Warum übersehe ich das dann hier? Ich will aber trotzdem irgendwie weiter darunter. Weiß ich nicht, warum, aber ich will dahin. Irgendwas zieht mich dahin, magisch. So, vielleicht die Ader nehme ich dann auf jeden Fall mit. Oh, hier ist eine Pflanze. Oder? Das sieht aus wie... Nee, also es ist nichts zum Mitnehmen. Okay, es ist Bio-Samples. Oder sonst irgendwelcher Kram. Aber leider nichts zum Weiterpflanzen. Was ich gerne hätte, wäre... Was war denn das? Corvex. Die Pflanzen, die aussahen wie Corvex. Da könnte ruhig richtiger Corvex drin sein. Glaube ich, ich brauchte das schon für irgendein Rezept. Also, die ganzen Steine hier... Ja... Zumindest das Protokrabbel ist cool. Und den Rest kriegt man auch schon irgendwie los. Und wenn ich daraus Mineralien mache. Obwohl ich noch gar nicht genau weiß, was ich aus den Mineralien mache. Da ist ein Skorpion. Hier, die ernten wir noch. Ja, wir gehen jetzt von der Seite ran. Da sehe ich das schon ungefähr den Plan, wie wir hier uns nach unten durchbuddeln. So. Jetzt habe ich eigentlich genügend wenig Nahrung, dass wir hier endlich mal die Banane essen können. Und wir kriegen zusätzlich Energie, das ist auch gut, aber nicht das, was ich gedacht habe. Ich trinke mal den Kaffee. So. So, hier, das ist noch ein bisschen Neptunium drin. Und dann buddeln wir uns mal hier zu diesem Schacht und dann gehen wir einfach so weiter runter. Beziehungsweise, wir können ja mal ausprobieren, was wir mit dem Ding hier sehen. Okay, da habe ich gerade was gesehen. Hier so. Mal gucken, was das ist. Was das für eine größere... Okay, das ist nur Kohle. Ja, auch nett. Aber ich will jetzt da runter zu diesem kleinen Skorpion. Und können wir den damit umbringen? Könnten wir. Aber das hier ist trotzdem schneller. Ja, nehmen wir einfach alles mit. Alles ist immer gut. Erstmal das hier. Dann das hier. Los, weg damit. Und dann das hier. Und dann sehe ich da wieder eine Höhle. Da werden wir uns so langsam reingraben. Da ist sogar... Da ist schon wieder mehr los. Und hier ist noch ein bisschen... verdammt, ich wollte doch mal gucken, ob das angezeigt wird. Genauso wie das da drüben. Obwohl ich nicht glaube, dass das wirklich Sinn macht, das hier anzeigen zu lassen. Aber es wird trotzdem gemacht. Okay, damit ist das jetzt sozusagen Tier 2. Obwohl die verschiedenen Marks oder Tiere sind sowieso unterschiedliche Übergänge. Also im Prinzip ist ja Tier 2 schon Tungsten, aber wir haben ja mit dem Ding bis Titanium oder so gesehen. So, hier ist noch ein bisschen Tauridium. Hoppla, hoppla. Das gucken wir uns gleich mal an. Ich will erstmal das hier haben. Moment mal, das ist doch der normale. Erstmal Heilung und dann Schnetzeln. So, der fliegt nach unten. Wo auch immer dieses unten dann endet. Wir machen mal das und wir machen mal, wir gehen mal auf 2 runter. Okay, es ist ein größerer Abhang, aber kann man das überleben? Achso, nee, hier, schmeiß so ein Ding runter. Okay. Da ist meine Giftsample von dem Viech, was wir gerade runtergestoßen haben. Okay.
Da geht's noch weiter. Was haben wir noch so hier in der Umgebung? Irgendwelche Kisten oder so? Oh, ein Skorpion. Direkt unter meinen Füßen. Den wollen wir nicht haben. Oh, Lava. Ist das schon der Erdkern? Nee, das ist was anderes. Hier ist mit... wie heißen die Dinger? Sinaba. Okay. Dann so rum. Gucken wir mal in diese Vulkanschicht. So. Lass mal uns damit runtertreiben. Ungern. Wir graben uns so langsam hier an der Seite runter. Und ich sehe meinen Freund die Erdwürmer. Und wir verbrennen. Ich will nicht verbrennen. Erstmal wieder raus damit. Ah, Hilfe. Okay. Moment. Sehe ich das richtig? Wenn wir hier sind, dann verbrennen wir. Hier noch nicht. Oh, Sulfur. Auch nicht schlecht. Verbrennen wir, wenn wir hier runtergehen. Auf... Hoppla. Ah, Hilfe. Okay, es hat was mit dem Boden zu tun. Was ist denn das für Boden hier? Volcanic Ash. Ich glaube, die kann man auch filtern. Irgendwie gefällt mir diese Schicht nicht. Kommen wir da runter? Wir können uns die ganze Zeit dagegen heilen. Das geht auf jeden Fall. Klar. Und dann können wir mal versuchen, hier zu überleben. Okay, Hellfire Stone haben wir gelernt. Da war was Grünes. Ah, okay, ein Würmchen. Und ein Lavamann. Lava mal, nicht so. Ja, kämpfen wir mal gegen den hier. Jetzt brüllt er mich an. Okay, der schmeißt mit keinen kleinen Lavaklumpen. Das ist schon mal gut. Oh, verdammt. Ich glaube, zum Kämpfen wäre die andere Ansicht besser. Will ich gegen den da kämpfen? Nö. Wenn wir es schaffen, dann ignorieren wir den. So, wir haben genügend Sachen, dass wir uns da immer gegenheilen können. Wie sieht's da unten aus? Oh, ein irgendwas. Und wir sind dann schon wieder in der nächsten Schicht. So, hier müsste das dann aufhören. So, hoffe ich doch mal. Okay, Lava und so ein Außenposten-Ding. Okay. Und Chorfragmente. Also Chorfragmente. Hier keine besonderen Sachen. Ein Elektronium-Head. Also wahrscheinlich was von dem Glitch, wenn das Elektronium heißt. Wir setzen mal diesen stylischen Hut auf. Das sieht wirklich sehr stylisch aus. Oh, okay. Hier ist nichts drin. Das hat man jetzt alles. Ah, schade. Ah, eigentlich wirklich schade. Okay, das müssen wir noch untersuchen. Aber nicht hier rüber. Da gehen wir lieber, machen wir uns hier nochmal einen eigenen Weg. Ja gut, die Lampe nehmen wir mit. Ah, hier kommen wir relativ schlecht durch. Moondust und... Interessant. Blaststone, das hat man ja. Das können wir hier in den Dingens tun. Hier in den Hochofen. So. Und Moondust ist auch sehr interessant. Vielleicht wollen wir doch noch ein bisschen weiter nach unten. Und wir haben bei dir die Decke kaputt gemacht. Lebst du freiwillig hier komplett geschlossen? I'm running so late today. Okay, wir nehmen das Zeug hier mal, deine Spende an das Protektorat. Und dann... Ja, wollen wir die Decke wieder so ein bisschen ganz machen? Hier so Pflaster drauf. Abgesehen davon, diese Blöcke brauche ich eh gerade nicht. Gelernt habe ich sie auch. So, wir machen hier sozusagen ein Pflasterchen drauf. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier das noch? Wo kommt denn das dann hin? Setzen wir es hier drauf. So. Hier ungern baden gehen. Aber hier geht's.
Wir kommen mal hier noch vorbei. Und ja, wir gucken uns einmal die Schicht an, die wahrscheinlich aus Lava bestehen wird, aber wir machen es trotzdem. Und dann gehen wir wieder nach oben. Ja, die Folge ist erst 15 Minuten alt. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier so viel finden werden. Hier ist ein bisschen Gold. Ach so, das dauert ja ewig mit dem. Da ist zwar Gold, aber wir gehen trotzdem hier mit durch, weil das... Oh, hier ist auch Gold. Seht ihr mal, da habe ich doch mein Gold. Komm hier unten ran, ohne zu sterben. Oh, was Glitchmäßiges. Wie weit geht denn das noch? Okay, da ist die Lavaschicht. Wir haben sie gesehen. Und jetzt... Ich will nicht in die blöde Lava fallen. Moment mal, kann ich das und das? Ja, das hat sogar funktioniert. Ah, so geht's. So kann ich mich da reindrängeln. So, gegen Gift müsste ich ja immun sein. So, und dann bloß mal kurz in die Kiste schauen hier. Eine Platinium-Pickaxe, die ich überhaupt nicht brauche. Aber sie bringt ein bisschen Geld. Also von daher. Hier ist auch nichts weiteres Besonderes. Und ich habe gesagt, wir buddeln uns wieder hoch und raus. Verdammt. Macht das ordentlich. Ah, vielleicht könnte ich ab hier auch beschleunigen. Aber ich... Naja, beim Beschleunigen ist immer so das Problem, wenn das Video geschützte Musik hat, dann kann ich das knicken. Oder ich kann mir mal ein eigenes Videobearbeitungsprogramm hochladen, runterladen. Ach ja, hier wieder die dumme Würmerschicht.
Hallo, hier habe ich einen kleinen Cut gemacht. Und zwar bin ich in der Mine, wo wir gerade unterwegs waren, ziemlich dann frustriert gewesen. Wir waren dann auf dem Weg nach oben und haben dann sehr viel Materialien gefunden. Und hier, das alles habe ich schon in meine Kisten verfrachtet, weil da war jetzt nichts Besonderes, spektakulär Neues dabei. Was noch neu ist, ist hier die Proto-Chest. Davon hatte ich noch nichts. Und hier, das sind die ganzen Loot-Sachen, die ich in der Zwischenzeit gefunden habe. Und ansonsten war da auch wirklich nichts Besonderes. Einen einzigen Banditen habe ich gefunden. Und das hier ist der Beweis dafür, mehr oder weniger. Und dann haben wir hier noch einen Staff, also einen Zauberstab. Aber das ist jetzt auch nichts so Besonderes. Low-Gravity-Zone, naja. Und ich habe meine ganzen Lebensmittel aufgebraucht. Und die Pommes, das Popcorn. Das Popcorn, was ich mir mitgebracht habe, das ist verrottet. Das ist sehr traurig. Ja. Wie gesagt, ein paar Sachen habe ich jetzt hier schon durch die Raffinerie gejagt. Unter anderem, hier noch ein paar Bloodstones. Blutdiamanten, damit ich diese Blutkristalle, damit ich hier Blutdiamanten züchten kann. Und was machen wir? Ihr macht mal hier die Crystal-Blocks. Interessant. Protosoil, das sollte eigentlich mit dem hier geschmissen werden. Hauptsache, ihr macht irgendwas mit dem Zeug. Ist mir egal, was genau, aber bitte macht was. So. Dann habe ich Blaston gefunden. Das habe ich hier alles durchgejagt. Und dann habe ich mir was zurechtgelegt. Und zwar hatte ich auch eine ganze Menge an Crystal-Blocks gefunden. Und die werden hier zu Silizium, wie das aussieht. Ja, es scheint ziemlich ein festes Verhältnis zu sein. Ein Crystal-Block zu ungefähr 1 bis 2 Silizium. Und das scheint es gewesen zu sein. Nun ja. Im Untergrund, falls ihr jetzt die Outtakes-Folge nicht gesehen habt, da gab es noch so ein Kristallbiom mit Erkios Crystals und Pure Crystals und das, was wir gerade gesehen haben. War aber trotzdem nichts Spektakuläres. Ich glaube, das hatten wir sogar schon mal in der Folge, wo wir auf den auf den Kristallplaneten waren. Im Prinzip genau das hatten wir dann wieder. Ja. So, das hat jetzt ungefähr 4 Minuten gedauert. Achso, mein Inventar ist immer noch voll. Zumindest das ist noch voll und das ist noch voll. Ja, dann machen wir mal Folgendes. Wir suchen uns mal ganz schnell eine neue Abfallkiste. Also ich kann es nicht anders betiteln, tut mir leid. Hier ist eine Kiste drin. Hier sind 3 Kisten drin. So, eine reicht eigentlich zu. Und dann tue ich das mal hier hin. So, und hier kommt dann einfach alles rein. Und ich wette, die Kiste ist viel zu klein gewesen. Das hier wollte ich auch noch ausprobieren, ob da irgendwas Besonderes draus wird. Das hier wollte ich noch gucken, ob wir das in den Powder Sifter reinstecken können. Okay, das ist alles hier aus dem Proto-Quavel gekommen und ein bisschen Dirt, was ich noch im Inventar hatte. Okay, dann mache ich erstmal den Proto-Quavel hier zu Ende. Interessant, Corrupted Biomass. Das war vorher nicht drin, das ist wirklich Proto-Quavel-Zeugs und Liquid Protocyte. Interessant. Aber ansonsten habe ich hier nichts Besonderes mehr. Brauche ich vielleicht noch eine Kiste neben dem Powder Sifter, damit das dann auch weg ist. So, das hier erstmal. Das. Und die Kiste ist voll. Haben wir irgendwas, was nicht 100% voll ist? Dann machen wir hier noch den 1000er Block. Volcanic Asche ist sowieso was anderes. Rawstone. Das sind auch Sachen, die könnte ich eventuell woanders haben. Helium 3 und das Gift und so weiter. Hier, und die andere Flüssigkeit, das nehmen wir mal ganz kurz raus hier. Und dann, okay, ein 1000er Block haben wir jetzt von nichts mehr übrig. Dann, das hier will ich unbedingt noch durch den Extractor jagen. Der Rohstone auch, davon erhoffe ich mir irgendwas. Das hier auch, das auch. Die beiden noch. Und davon haben wir jetzt mehr als genügend. Mal gucken, ob wir das noch hier irgendwie loskriegen. Systemat, das kriegen wir hier noch los. Das davon hier nichts mehr. Ich versuche das so schnell wie möglich zu machen. Da ist was weggekommen. Und der Rest müsste hoffentlich irgendwo hier seinen Platz finden. So, hier hoffentlich. Fast. Naja, immerhin 2 von 3. Und der Rest kommt hier rein. Und da sind wir doch schon fast den ganzen Müll los. Fast. Das will ich eigentlich noch in den Dingens schmeißen. Warte mal, hier oben könnte Platz sein. Oder auch nicht. Asphalt, Blackglas, mal gucken.
was hier schon von vornherein Platz hat, sind nicht wirklich viel. Moondust. Moondust kann ich auch durch den Extractor. Der Moondust, den habe ich auch irgendwo mal dort unten gefunden. So, Moondust ist weg. Hat leider nichts gebracht. Unrefined Gabbo. Unrefined Gabbo ist auch blöd, weil das nur 47 sind. Das kriege ich also hier nicht los. Hm. Und hier hat es wirklich keinen Platz. Gneis, Limestone und Gabbo. Und das ist auch nichts. Also ich weiß es nicht, aber das ist nichts, was ich hier loswerden kann. Nee. Wir tun es trotzdem mal hier rein. Limestone bringt alle auch nichts. Und das? Ah, schade. Ich tue es jetzt einfach mal hier rein, weil Verlegenheit. Und das ist ja eigentlich ein ganz gutes Lager für alles Mögliche. Hoffentlich merke ich mir das nicht so, dass ich das alles hier bearbeiten kann. Das wäre ein schlechtes Signal an mich selbst. So. Während ich hier ein bisschen... Oh Gott. Das ist ja ganz knapp gewesen. Ja. Während ich ja ein bisschen mit dem Zeug rumexperimentiert habe, habe ich das hier weiterlaufen lassen. Und ich habe Gene hier reingesteckt. Und zwar die Blumengene. Das habe ich schon vor einer ganzen Weile gemacht. Aber ich glaube, ich habe es bis jetzt noch nicht gezeigt. Und wenn, dann habe ich vergessen, das rauszunehmen, was genauso schlimm ist. Also, wir hatten Greyflowers gefunden vor langer Zeit. Und daraus kommen diese reproduzierten Gene. Dann hatten wir orangene Blumen, die geben die Vogelgene. Dann hatten wir schwarze Orchideen, die geben die Resistanz. Dann in der letzten Folge oder einer der letzten Folgen Gaze Lemon Seeds, die ergeben Augengene und anscheinend nicht sehr viele davon. Oder ich habe irgendeinen Fehler gemacht beim Refinerieren. Und dann hatten wir diese Tänzelbusch, die sind auch schon eine Weile her. Und die geben diese Handgranatengene und das war's dann. Mehr war da noch nicht. Glaube ich zumindest. Irgendwo hat man hier eine, genau, Kiste mit Blumen. Okay, die ersten drei Blumen sind, die ersten drei Gene sind die Blumengene. Ah, verdammt. Ah. Okay, ich habe mir gemerkt, die Avians sind die Orangenen gewesen. Also ist das, das und Blood Oil, das war das. Okay. Und die Grauen, die waren die reproduzierten Gene, genau. Die sind hier zusammengekommen. Ah, deswegen eigentlich immer das hier machen. Ja, ich wollte es ein bisschen beschleunigen und das habe ich nun davon. So, jetzt machen wir es wieder schön langsam und schön einzeln. So. Hier, guck mal, das mit der Handgranate wäre auch schief gegangen wieder. So, aber so geht's. So, und wir haben schon wieder Hunger. Ich nehme mal ein paar Sachen hier raus. Was? Wir machen jetzt mal eine Kochfolge. Oder so. Eventuell gehört das noch zu der anderen Folge dazu, je nachdem. Das habe ich schon mal gemacht. Das bringt uns nichts. War Bacon. Habe ich ein War Bacon? Ich glaube, ich habe keine Zeit mehr, um War Bacon Gedanken zu machen. Honeybird. Honeyjar. Was ist denn hier eine richtige Mahlzeit, was wir auch haben? Mushroom Quiche. Wheat, Mushroom, Egg und Cheese. Egg. Cheese, da müssten wir. Ich glaube, das machen wir mit Milch. Mushrooms müssten hier irgendwo dabei sein. Und Wheat habe ich mir gemerkt. Hier sind die Mushrooms. War es das nicht schon? Käse ist aus der Milch. Ich glaube, für die Quiche brauche ich nochmal extra Käse. Ah, die kann ich jetzt nicht mehr zusammentun. So, lass mich hier hin. Okay, hier. Achso, erstmal Käse machen. Falls das mit dem Käse geht. So, ein Käse braucht. So, und hier, wo ist die Mushroom-Quiche? Okay, mehr Mushrooms. Ansonsten ist alles da und auch in der richtigen Menge. Hier sind die Mushrooms. Zwei Stück mehr. Und dann produzieren wir die. Und dann haben wir Mushroom-Reis gelernt. Auch nicht schlecht. Aber ich will jetzt mal hier diese Quiche essen. So. Gibt ein bisschen Herzen und wir sind noch nicht ganz satt. Wir können zum Beispiel noch ein... Nee, wir haben kein Bacon. Wir haben auch kein Reef-Pot. Das hier haben wir. Eine Kartoffel, ein Raw-Steak und eine Karotte. Dann können wir uns eine Fleischpastete bauen. Also ein Stückchen Fleisch, eine Karotte und eine Kartoffel. So. So, lecker Fleischpastete. Purple Pancakes, das hier klingt auch super lecker. So, ich habe gar nicht geguckt, was das hier an diesen Gesundheitsbonus bringt.
Ja, ich warte jetzt noch ab, bis der hier vorbei ist. Und dann versuche ich noch abzuschätzen, was das hier gebracht hat. Und ich bin gerade erinnert worden durch das Fleisch. Wir haben ja hier so eine Düngerfarm. Normalerweise ist es Fleisch. Moment mal, wir können das Ding doch anschließen an einen Kühlschrank und dem Item-Transfer-Device sagen, bitte transportiere mir nur Fleisch. Ah, guck mal, hier werden auch neue Drohnen gezüchtet und so weiter. Das könnte man machen. Hier direkt Kühlschrank dran und zu sagen, ja, ich hab's gerade gesagt. Wäre eine Möglichkeit. Dafür brauche ich noch ein Item-Transfer-Device. Mal sehen, was kostet das? Item-Transfer-Device. Wo bist du gewesen? Da. Iron Bar, Laserdiode, Glas und Kupfer. So, Iron Bar. Und alles nur mit 1. So. 1 Iron. Kupferbahn. Diode. Und Glas, glaube ich, oder? Ich glaube, es war Glas. Mal gucken. Wenn es das nicht war, dann... dann... Das war es wahrscheinlich auch nicht. Falsch. Was habe ich falsch gemacht? Ah, 3 Kupferbahnen. Okay. Also so viel dazu. Wir brauchen von einem bloß 1. So... Dann brauchen wir nochmal 2 dazu. So, und dann sollten wir es sehen. Wie Peter wäre auch nicht schlecht, aber wir wollen jetzt das hier haben. Und dann wollen wir einen Kühlschrank. Kühlschrank bauen wir hier. Nochmal einen Foodlocker. Genau, dann können wir den Foodlocker auch mit dem da... Nee, das können wir nicht, weil dann... das können wir nicht. Weil dann das hier im Weg ist. So. Ich wollte den Foodlocker bauen. Meine Güte. Was war jetzt... Irgendwie hatte ich jetzt gerade einen Blackout. Also so komplett weg meine Gedanken. Also Advanced Plastics. Oh Gott, es könnte an Advanced Plastics mangeln. Ah, gerade so. 6 Stück noch. Kryogenisches Zeugs. 1 Stück. Glaube ich. Das andere war Tungsten und davon 2. Und ich glaube wieder Glas. Diesmal auch wieder 2. So, und dann sollte das funktionieren. Ja, das funktioniert. So, das Ding müsste Kabel haben. Genau, das Ding ist verkabelt. Sehr schön. Dann legen wir mal den neuen Kühlschrank hier hin. Ach, wir brauchen noch eine Storage Bridge. Davon könnten wir eventuell noch eine Inventar haben. Hier. Wir haben sogar eine. Super. Okay. Ich hatte mir schon gedacht, habe ich jetzt hier noch so ein Item Transfer Device? Das wäre ja peinlich. Aber nein. Item Transfer Device. Im Prinzip können wir das hier hinschmeißen und das hier hin, damit das hier nicht mit dem in Kontakt kommt. Und wir brauchen... wir brauchen ein Fleisch, das nicht schlecht wird. Alter, wie machen wir das? Food. Ah, ne, da kommt ja die Red Honeycombs ja auch dazu. Wir haben doch noch hier das... Also, früher oder später, gehe ich jetzt mal davon aus, wird sich das Fleisch in das hier verwandeln. Und... Item One Type, sage ich mal. Mal gucken, ob das funktioniert. So, einmal hier dran. Genau, das ist ja das Ziel. Und du hier dran. Und dann mal gucken. Ja, hier wird noch nichts gegeben. Type ist es nicht. Und dann Kategorie. Oder ist das jetzt wieder das Spielchen mit der Storage Pitch, die nicht so richtig funktionieren will und dem Ding, das nicht so richtig funktionieren will. Wir bauen es einfach nochmal auf. So. Und dann bauen wir dich hier auf. Na, wir können mal ein Fleisch reinlegen.
So, ein richtiges Fleisch reinlegen. Und dann müsste das ja als Fleisch erkennen. So. Ja, aber der Honig auch. Den Honig will ich da nicht drin haben. Type. Oder meinetwegen, dann bleibt der Honig eben halt da drin. Ja, da. Moment mal, exakt würde ja noch funktionieren. Exakt würde funktionieren, solange... Ja. Exakt funktioniert genau so lange, bis das hier verrottet ist. Mal gucken, ob das hier zusammenhält. Wir können es erstmal zusammenschmeißen und ordnen lassen. Ja. So, dann wird unsere Fleischfabrik zumindest, sagen wir mal so, das Ding kann zwar volllaufen, aber dann wird zumindest nichts mehr schlecht von dem, was vollläuft. Genauso wie hier. Uiuiui. Okay, sobald hier ein 1000er-Stack erreicht ist, dann mache ich mir Sorgen. So. Oh, das Ding hat aufgehört. In der Zwischenzeit können wir ja nochmal hier neue Sachen reintun. Oh, irgendwas hat Silizium gebracht. Ich glaube, das waren die Crystals. Genau, das hier wollte ich noch durchjagen. Oh, habe ich das richtig gesehen, dass da nur zwei verschwunden sind? Oder so? Komm, komm. 88, das lässt sich relativ gut merken. Ja, vier Stück. Okay, nicht zwei, sondern vier. Und daraus ist Liquid Urkios rausgekommen. Drei Stück. Okay, damit ist eine Ewigkeit beschäftigt. Wir legen aber trotzdem nochmal hier das Protosäul nach. Damit der auch ja nicht auf die Idee kommt, irgendwann mal Pause zu machen. Und hier sind wir noch damit... Ja, stimmt ja. Hier ist ja... die Folge geht schon ziemlich lange. So. Eventuell wird das noch Teil der Outtext-Folge. Obwohl jetzt sind schon wieder so viele Sachen gemacht worden, dass es auch wieder schade drum ist. Ich wollte dort die vulkanische Asche reinlegen. Hat man die hier oder war die da unten gelandet? Ich glaube, die war da unten gelandet. Hier, die vulkanische Asche und ansonsten nichts. Sand oder so hat man ja noch ursprünglich, aber das hat sich irgendwie woanders verlaufen. Ich hoffe, das bringt doch wirklich was hier. Ach nee, das hatte ich noch im Inventar. Nein, es bringt nichts. Probably not tasty. Möglicherweise ist das nicht lecker. Danke für den Hinweis. So, mach den Loose Slit alle. Ich will es nicht mehr sehen. So, ein bisschen Erde behalten wir noch. So, das hier noch zusammenschmeißen. Wie sieht's hier aus mit der Fleischproduktion? Okay, achso, es ist Nacht, da funktioniert das nicht. Die vulkanische Asche kann ich jetzt aber hier in das Ding reintun. So, wie gesagt, er wird eine Ewigkeit brauchen. Aber, naja, er macht sich. So, wir könnten... Irgendwas, was hier nicht mehr gebraucht wird. Davon habe ich sowieso genügend. Hier die Blutdiamanten, die können wir noch mal zur Seite legen. Die können wir hier reintun. Achso, stimmt ja, jetzt haben wir wieder das Inventar voll mit Zeugs. Erstmal die Rohstoffe. Achso, das ist die falsche Kiste. Erstmal die Metalle. Und andere Grundmaterialien. Das hier habe ich aus irgendwelchen Gründen da reingelegt, obwohl das total falsch ist, meine ich. Aber jetzt ist es gerade da drin. So, mir ist wieder ein bisschen kalt. Die Heizung steht auf Maximum, aber mir ist kalt. Das ist irgendwie blöd. Ja. So, hier noch ein bisschen Salz loswerden und... Ja, machen wir hier wirklich mal eine... zweifache Outtext-Folge. Eine, die wirklich Outtext ist und eine, die zwar irgendwie mit in die Playlist kommt, aber wir können uns zum Beispiel mal angucken, was wir hier an neuen Rezepten haben im Anvil. Da sind nicht so viele. Da sind kaum welche. Das Bone-Zeugs ist noch zusätzlich. Ansonsten sehe ich jetzt gerade mal nichts. Was ist hier? Oh je. Yeah. Ja, die Kategorien werden immer großzügiger. Wir gucken mal an Sniper Rifles, weil für das Ding brauche ich einen Ersatz. Unbedingt. Ich sag jetzt mal Two-Handed Guns. Das müsste doch alles One-Handed sein. Ah, da war was Two-Handed. Mysterial Ice Tor. Ne, will ich nicht wirklich haben. Eine Protopistole, das klingt lustig. Is useful for unorthodox. Ach so, nee. Tiny Dancer, das klingt lustig. Level 5. Und Quietus Bars, da haben wir ja Iridium-Bahn. Mit mal Iridium haben wir auch.
Tiny Adobe Murder Device. Hm. Snapgun, das hat man gelernt, als ich einen Diamanten aufgenommen habe. 4 Diamanten für eine Level 3 Waffe, bitte nicht. Level 3, Level 3, Level 4. Ich gucke jetzt wirklich nach Leveln, beziehungsweise ob die interessant aussehen. Poison Ejector interessiert mich auch nicht so unbedingt. Murder Manipulator, das ist eine Waffe. Können wir mal einfach mal so ausprobieren. Ja, ich hätte jetzt gerade mal Lust, das Ding auszuprobieren. Titanium, Living Wood und Elektromagnet. Hat man hier noch Elektromagneten? Nee. Aber Titanium haben wir. Achso, ich muss Elektromagneten machen. Und ich habe schon wieder ein bisschen Hunger. So, wo haben wir was zu essen? Hier, die feine Pineapple Pizza. Oh, die war gut. Oh, lecker. Ah, verdammt, ich wollte doch gucken, was uns das an Heilbuff gibt. Okay, das Ding gibt uns genauso viel Health-Bonus wie die komische andere Sache, die wir am Anfang gegessen haben, wo ich aufpassen wollte. Das muss ich alles im Let's Play selber nachschauen. Wir wollten einen Elektromagneten herstellen. Dafür brauchten wir Iron Bars und Spulen. So, Iron Bars. Wir nehmen gleich mal Iron Ore mit. Beziehungsweise Iron Ore ist doch noch in dem... Ist doch noch da drin. Ja, hier. Mach mir bitte Iron Bars. So, und ein bisschen Carbon kommt auch dabei raus. Gerne. Nehme ich mit. Also, von mir aus kann es gerne produziert werden. Und Spulen war das andere, also Coil. Und das funktioniert jetzt auch wieder. Nehmen wir mal 5 Stück mit. Nein, die 5 sollst du bitte hier schreiben. Achso, und das anklicken. So, dann bitte der Elektromagnet. Machen wir gleich auch 5 davon. So, da haben wir unsere ganzen Spulen dafür verschwendet. Hier, das war der Mörder-Manipulator. Living Woods und Titanium-Bahn. So, die Titanium-Bahnen sind hier drin. Nehmen wir ein paar raus. Und Living Woods sind irgendwo hier. Da. Bin ich mal gespannt. Wir könnten uns hier auch so ein Output-Device hinstellen. So, nochmal der Mörder. Ich will einfach nur wissen, was das für ein Ding ist. Ich glaube nicht, dass das jetzt so besonders ist, aber wir schalten eventuell was Besseres in der Richtung frei. Der Slaughter-Manipulator, ich hab's doch gewusst. Ist schon länger her, aber ich hatte das so dunkel im Gedächtnis. Aber, ach so, denn es kann sein, dass wir das jetzt wiederum am Nano-Fabricator machen müssen, weil das ja ein Upgrade ist zu was bestehendem. Slaughter-Manipulator, habe ich doch recht gehabt. So Bio-Us, davon könnten, und wieder die Advanced Alloys. Aber das ist dann Level 5, also was wir auch dauerhaft benutzen können. So, der... Das sieht aus, als hätte das Ding von einem Floren gebaut. So. Wir gehen auch gleich mal auf die 3. Und... Ah, okay. Der schießt so ein bisschen Gift. Nehme ich mal an. So. Das ist... eigentlich keine... Wir können damit Bäume fällen. Hoppla. Und du hast einen Auftrag für uns? Nee. Nee, mein Freundchen. Florenza, Super Fun Cannibals, Underground Bunker. Ach ja, die Super Funny Cannibals. Dafür können wir noch die nächste Waffe, die ich jetzt vorhab zu bauen, ausprobieren. Dieser komische Manipulator, ich weiß nicht. Wir stecken ihn mal unsere... Na. Und unsere Sammlung. Das dürfte aber mittlerweile auch ziemlich voll werden. Wir brauchen mal eine neue Kiste. Wir haben doch eine Protokiste. Ja, das ist... Das passt doch. So, hier. Und unsere Sammlung kommt jetzt auf jeden Fall. Das Ding. Mal abgesehen davon, dass wir sowieso ein bisschen mehr Platz brauchen. Leute, geht zur Seite. Ich will an meinen Schrank. So, das kommt hier rein. Das brauchen wir gerade auch nicht. Das können wir hier rein tun. Ich will ein paar Sachen verkaufen. Genau, das hätte ich doch bei meinem Florenfreund tun können. Nein, ihr sollt mir nicht folgen. Obwohl, meinetwegen, hier den Super Fun-Kannibal, da können wir auch zusammen besiegen. Das will ich verkaufen, auf jeden Fall. Alles, was hier unten ist, will ich verkaufen, mehr oder weniger. Das Ding dann auch. Wir können auch sogar die Bandits verkaufen. Ich glaube, davon habe ich schon ein paar.
Ja, wir haben trotzdem ziemlich viel Zeug dabei. Anti-Matter-Rifle. Das ist momentan die beste Waffe, die wir haben. Aber guck mal, der ganze Müll hier. Achso, ich gehe ja immer davon aus, dass ich das hier wegwerfen kann, wenn es mich total stört. Hier, die Platinum-Ex, die brauche ich auch nicht. Die tue ich mal da rein und das hier tue ich hier hin. Die beiden nach da oben. Und dann habe ich ein bisschen mehr Überblick. Aber es wird wirklich knapp hier platzmäßig. So, wir gehen jetzt nochmal zurück zu unserem Freund, dem Florin, und geben ihm ganz viele tolle Sachen zum Spielen. So. Mich wundert sowieso, dass der hier noch lebt. So. Florence, da, bla bla bla. So, der dürfte dir nichts tun. Kann sein, dass dein Angebot sich geändert hat. Ist auch egal, du sollst mir einfach nur diesen Müll wegnehmen. Und mich dafür ausreichend bezahlen. Wir haben immer noch eine riesengroße Lücke hier. Es liegt vielleicht daran, dass ich jetzt nicht mehr so viel Zeugs verkaufe. Vorher habe ich ja immer noch mal ab und zu die Plantagen geleert, irgendwas draus gebaut und oder gekocht, in dem Fall halt. Und fertig. So, wir gucken mal, wie es hier mit Fleisch aussieht. Oh, sehr schön. 22. Es sind am Ende nur 22, obwohl das so viel aussieht. So. Super Fun Cannibals. Ah, die dürften relativ nah bei uns sogar sein. So, hier, der ist noch lange nicht fertig. Mal sehen. Das Ding ist durch. Aber wir hatten hier auch nichts mehr. Ja, hier, das können wir noch machen. Das bisschen Sand. Nö, hier, das Liquid Protocyte und so weiter. Würde ich jetzt gerne nochmal loswerden. Hier, weg damit. Öl ist, glaube ich, hier. Achso, ich wollte eine neue Waffe aussuchen und dann. Ja, mal hier gucken. Was haben wir denn hier? Das F4 Energy Rifle. Nee. Bio-Rifle klingt interessant. Ist Level 4. Babylarven. Habe ich schon mal. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Das hier sieht interessant aus. Powercore habe ich jetzt aber auch gerade nicht. Ich gucke gerade nach Zeug, was ich sowieso gerade habe. Breach, das ist Space Plasma. Okay. Fissure. Ach, das ist wieder ein Powercore. Hier brauche ich Gene, okay. Und Durasteel, okay. Durasteel ist jetzt nicht so das Besondere. Na. Habe ich alles so nicht. Graf-Liquids, aber die falsche. Und Ephigelium, das habe ich sowieso noch nicht. Gravitation habe ich noch nicht. Das habe ich nur begrenzt. Das hier, Iron Rifle, das könnte was sein. Helium 3, 12 Stück. Habe ich Helium 3, 12 Stück. Notfalls kann man Moondust ausquetschen. Okay, ich habe mehr als davon. Wie viel brauchte ich? 12 Stück, oder? So. Da habe ich doch jetzt schon mal was gefunden, was ich craften will. Ein. Wo war's? Also, so viele haben wir hier auch gar nicht. Eine Wavegun klingt noch interessant. Okay, da sind schon wieder Sachen dabei, die ich nicht habe. Das hier könnte interessant sein. Oh Gott, wie hieß denn das Ding, was ich bauen wollte? Iron Rifle? Genau. Eine Batterie brauche ich noch. Batterien sind schwierig. Müsste ich eventuell mal woanders suchen. Aber eventuell habe ich auch noch eine. Wir haben noch vier. Wir nehmen mal drei mit. Ich hoffe, drei reichen. Und. Ach so. Ja, es reicht. Es hätte sogar eine gereicht. Titanium haben wir auch noch zwei. Das war eigentlich zufällig, aber was soll's. Und jetzt gucken wir unser Iron Rifle an. So. Uiuiui. Der braucht aber ganz schön viel Energie. Oh nein, das. Oh Gott. Ich dachte gerade, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass das was ist, was Blöcke kaputt machen kann. Das hätte nicht so viel Spaß gemacht. Aber okay, das kann man machen. Damit jagen wir jetzt unsere Super Fun Cannibals. So, wir machen mal das hier an, damit das immer weiterläuft. Und den hier auch. Wir haben schon wieder ein bisschen Hunger. Hatte ich nicht noch irgendwas gebaut? Ach so, hier irgendwas mit Milch. Und hier ist schon wieder was schlecht geworden. Ach so, die Pastry hatte ich. Ah, 39, 39 und die Pastry bringt mir wieder 66,8. Okay. 39, 66 minus 39 ist irgendwas mit 5 auf jeden Fall. Nee, ist es nicht.
oder? 66 minus 39. Doch 5. Und das andere ist 35. 35 Herzen. Kann das sein? Aber es ist ja eigentlich wahrscheinlich eher ein Prozentwert. So, wir gehen hier runter und... Interessant. Der will hier runter. Ah, das bounced so schön. Das passt doch. Oh, ein Türchen. Wir sind die ganze Zeit auf diesem Planeten und wir haben noch nicht diese Tür gesehen. Das ist auf jeden Fall was für die nächste Folge. Wir gehen erstmal hier ein Stückchen weiter runter. Und hier waren wir aber schon mal. Ah, mach mal jetzt diese Tür oder mach mal... Eventuell geht ja diese Folge schon 15 Minuten länger als jetzt auf meinem Timer. Je nachdem. Da würde ich sagen... 33 Minuten im Zweifel, wenn das jetzt eine einzelne Folge ist, ist auch nicht so schlimm. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist wieder ein bisschen chaotisch geworden, aber das macht nichts. Es war trotzdem für mich ganz unterhaltsam und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.